Alola, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier in Pokémon Sonne in der Nacht. Im letzten Part haben wir hier die Prüfung absolviert. War das schon... War das der ganze letzte Part? Ich weiß gerade nicht. Aber auf jeden Fall haben wir im letzten Part einige Pokémon hier im Dschungel gefangen. Und auch unser neuestes Mitglied, Lucia. Paolo habe ich mal rausgetutet. Wäre eigentlich irgendwie perfekt, ne? Paolo und Lucia in einem Team. Ne? Weil die gehören ja in InnoSuper Level 3 ja irgendwie auch zusammen. Aber ja, ich bin mal so nett und tausche jetzt hier dieses spinnenartige Viech durch dieses niedliche Viech aus im Rahmen. Seid doch fröhlich. ja, kühn und sehr pedantisch haben wir schon gesehen. Und ja, der Rest bleibt so. Und nun bleibt uns eigentlich nur eins übrig. Route 6 heißt es eigentlich, ne? Oh, du bist so nervig. Wieso? Drücke ich irgendwas Falsches? Oder quasselt das Viech mich manchmal voll? Das ist voll doof. Route 6 hast du? Hat schon ja geheißen. Wo ist Route 6? Avenue? Route 7? Nope. Wo ist denn die Route 6? Ah, da. Ah, da. Es heißt ja hier runter. Ach so, ich muss hier hin. Ja. Uns bleibt eigentlich eh nichts übrig. Ich weiß nicht, wie man hierher kommt. Naja, wenn es sein muss, schaue ich da später irgendwie dann. Aber jetzt habe ich gerade keinen Bock drauf. Worauf ich Bock habe, ist hier einfach eine Chlorak, eine Abkürzung zu nehmen hier runter, ne? Weil warum nicht? Warum nicht? Hallo, komm! Und wieder umgezogen. Ja, ja, ja. Chlorak gemacht, tschüss. Und schon wieder umgezogen, ne? Ist die Musik jetzt hier auch etwas anders? Kann es sein, dass es jetzt je nach Tageszeit hier die Musik etwas abgeändert wurde? Wenn das stimmt, ist das geil. Ja, ja, ja. Zwar für mich nicht wirklich, weil ich dauernd irgendwie nachts aufnehme und immer so die entspannende Nachtmusik dann höre von den Städten, wie es ausschaut. Habe ich ja nichts dagegen. Aber ich möchte auch mal die normale Musik davon hören. Naja. Oh, Lilly. Los, Wölkchen, setze Platsche ein! Sind das erste Versuche zu kämpfen? Ja, du kannst mich auch fragen. Ich helfe dir. Dann bist du nicht mehr in dem Sinne, was deine eigentliche Aufgabe ist. Dann bist du nicht mehr so nutzlos. Ich weiß, das klingt so arg, aber es stimmt irgendwie. Das ist ein wichtiges Pokémon. Und wenn sie als die Person, die dieses wichtige Pokémon herumträgt, wenn die sich nicht wehren kann, dann ist das schlimm. Das geht nicht. Piu? Ich wollte nur einmal so wie Sebi klingen. Seit wann habe ich gesagt, setze Platsche ein! Dir wurde so viel Leid zugefügt, Wölkchen. Deshalb war ich Pokémon-Trainern gegenüber immer etwas skeptisch und wollte nie selbst einer werden. Ja, was ist denn passiert? Ich stehe hier offen, kann man sagen, ne? Du kannst mit deinen Problemen zu mir kommen, du kannst auch sagen, was passiert ist, dann schauen wir mal. Aber es wird wieder nicht angesprochen. Ja, sie ist misstrauisch, kann man sagen. Aber dass wir jetzt hier eigentlich ziemlich gute Personen sind, das sollte man eigentlich schon sehen, oder? Naja, aber wenn ich Sebi und Tali sehe, denke ich, dass Trainer doch etwas Tolles sind. Es ist, als hätten sie für mich eine Tür zur Zukunft geöffnet. Ja. Pio. Hallo. Oh. Was, wenn sich jetzt jemand als mich verkleidet hat? Und ja. Du redest hier mit deinem Viech hier, mit mir, und ich könnte das klauen? Sag's ja nur. Naja. Hallo, Sebi. Lang nicht mehr gesehen. Das hier ist das Dimensionsforschungsinstitut, auch DFI genannt. Professor Kukui wartet auch schon auf dich. Was? Wie lief es bei deinen Prüfungen?
Es gibt hier auf Akala, ja ganze drei davon. Das war bestimmt nicht einfach. Es ging eigentlich relativ. Kein Problem. Sensationell. Du hast tatsächlich alle drei Prüfungen auf Akala bestanden. Das erklärt natürlich so einiges. Es erklärt, warum Diktri sich dir so verbunden fühlt. Das sieht man nämlich. Ja, mein schönes Diktri mit dem glanzvollen Haar. okay. Voll eingedreht in die Türe. Beim Demon-Forschungs-Shisha-Suit. Darf ich jetzt los? Hier rein. Dankeschön. Wer bist du? Dimensionsforschung? Wie? Dazu fällt mir dieselbe Pokémon ein, von dem man eben gehört habe. Er soll sich mit Hilfe von Ringen herumteleportieren. Hyper, hyper, hyper. Auch so ein Pokémon, so ein Event-Pokémon, von dem man im Spiel eigentlich nichts mitbekommt. Nein, Oras ist es ja irgendwie, oder? Mit den ganzen Herumteleportieren. Naja, egal. Ah, hallo, mein Wirbelwind. Da bist du ja wieder. Oh, jetzt darf ich vorstellen. Das ist Professor Burnett. Sie heißt deswegen Burnett. Sie leitet das Dimensionsforschungsinstitut. Und sie ist ganz nebenbei auch meine Kraftreserve. Mit anderen Worten, meine Frau. Oh yes, da geht's so richtig zu in der Nacht, wenn du weißt, was ich meine. Du musst Sebi sein, nicht wahr? Lilly hat mir schon von dir erzählt. Sie meinte, du seist nicht nur eine zuverlässige Person, sondern auch ein großartiger Trainer. Ach ja, wie die Zeit vergeht. 3 Monate ist es schon her, dass ich Lilly bewusstlos am Strand gefunden habe. Wir erfahren das jetzt zum ersten Mal. Aber wir sprechen das natürlich jetzt wahrscheinlich nicht weiterhin an. Fuck it. Naja. Und in ihrer Tasche befand sich Cosmog, ebenfalls völlig geschwächt. Sag mal, wo steckt eigentlich Tali? Ach, du kennst doch Tali. Er macht eben immer, was ihm gerade in den Sinn kommt und das gefällt mir. Aber er hat trotzdem eine große Zukunft vor sich, eine große Zukunft. Eines Tages tritt er sicher mal in mein Hals, in Hallers Fußstapfen. Im Ernst? Denkst du das wirklich? Oh, da bist du ja, wie gerufen. Hat jetzt Professor Kukui jetzt kurz mal die Augen voll aufgerissen gehabt, oder hat das jetzt gerade nur so gewirkt? Naja, um deine Frage zu beantworten, ja, das meine ich wirklich, Schnuckiputzi. Oh, hallo, Tali. Oh, jetzt habe ich mir so ein Uppercut mit meinem Popschild gegeben. Und Lilly die ganze Zeit im Hintergrund. Schon wieder so awkward, wenn man einfach nicht weiterdrückt und nur schaut. Ich lasse schon. Schön, dich mal wiederzusehen. Oh, übrigens, mein Mondschein. Ich habe sie hierher gebracht, damit du ihnen etwas über die merkwürdigen Phänomene hier bei uns in Alola erzählen kannst und nicht die bei uns passieren. Das mache ich doch gerne. Und du musst das nicht vor den Kindern sagen, das ist mir eh schon klar. Ich bin doch nicht deppert im Kopf. Wenn du von merkwürdigen Phänomenen in Alola sprichst, meinst du natürlich Punkt, Punkt, Punkt. Die Ultrapforten! Okay. Es kommt nur sehr selten vor, aber manchmal kann man in Alola beobachten, wie sich am Himmel Löcher öffnen. Diese Löcher führen anschließend in eine andere, uns unbekannte Dimension. Wir vermuten das deshalb, weil dieses Phänomen bereits in alten Legenden dieser Region erwähnt wird.
Darin heißt es, dass aus diesen Ultraporten einst furchterregende Pokémon in unsere Welt getreten seien. Piu-Ju-Ju-Ju. Warum sagt Piu-Ju-Ju Piu-Ju-Ju-Ju-Ju jetzt hier? Wir haben kaum etwas Greifbares, kaum echte Beweise, aber ignorieren können wir die Sache deswegen nicht. Immer gibt es ja selbst im Pokédex bereits vereinzelt Hinweise auf die Existenz anderer Dimensionen. Furchterregende Pokémon? Selbst normale wilde Pokémon greifen doch schon mal Menschen an. Was gegen die Pokémon aus den Ultrapforten allerdings komplett verblasst. Punkt, Punkt, Punkt. Nicht umsonst hat man diesen Pokémon den Namen Ultrabestien gegeben. Das allein bedeutet und deutet doch schon darauf hin, wie sehr man sie gefürchtet hat. Schenkt man den alten Legenden Glauben, haben sie sich sogar erbitterte Kämpfe mit den Schutzpatronen der Insel geliefert. Aber wie gesagt, das sind und bleiben erstmal nur Legenden. Was davon wahr ist und was nicht, muss erst noch herausgefunden werden. Ich würde wirklich nur zu gerne diese Dimensionsverwerfungen untersuchen und das Geheimnis um die Ultrapforten lüften. Das wäre einfach das Größte für mich. Ah, habe ich da gehört, das wäre das Größte für dich? Das geht aber nicht in Ordnung, Schnuckiputz. Ah. Halt die Klappe. Wie du sehen kannst, haben wir in unseren Regalen bereits einiges an Daten zu den Wechselverhältnissen zwischen Pokémon und anderen Dimensionen gesammelt. Okay. Sehen und hören wir uns doch einfach ein bisschen um. Okay. Übrigens, die Stimme ist gar nicht so anstrengend. Für die, die jetzt sich fragen, nein, tu das nicht, deine Stimme ist ja noch nicht so in Ordnung. Erstens mal, wie ihr euch um mich kümmert, dankeschön. Und die, die einfach gesagt haben oder sich einfach nichts gedacht haben. Ich hoffe, Kukui besucht euch. Ja. Aber ist gar nicht so anstrengend und tut auch nicht wirklich weh. Naja, ich gehe als nächstes zum Dektatunnel. Das ist eine Höhle, die von Pokémon begraben wurden. Begraben sogar. Okay. In den Boxen kann man bis zu 6 Teams. Ja, Kampfteams. Kampfteams? Itemboxen? Hat der da was davon geschwafelt? Naja. Können wir endlich mal darüber reden? Oder hier geht's weiter. Das wollte ich eigentlich nicht. Naja. 3 Monate ist es her. Endlich! Wir reden! Reden wir! Komm! Ich wollte damals Professor Burnett besuchen, um mehr über Wölkchen, also über Cosmog, zu erfahren. Doch auf dem Weg habe ich mich verirrt und bin vor Erschöpfung am Strand ohnmächtig geworden. Professor Burnett hat mich gefunden und sich trotz später Stunde meine Geschichte angehört. Und warum tust du das nicht mit mir? Ich möchte auch mal hören. Weil sonst geht's nicht wirklich weiter. Weil da ist auch eine gewisse Vertrauensbasis, die geschaffen werden muss. Und du bist mir immer noch ein bisschen suspekt, also wer weiß. Was ist damals passiert? Natürlich, unser Protagonist kann das nie und nimmer wissen, was da damals im Intro passiert ist. Aber wir wissen das. Deswegen ist mir Lilly noch ein bisschen suspekt, weil da gibt's eine Sache hier, die ist noch nicht erklärt. Naja. Ja. Sie hat sogar ihren Mann Professor Kukui dazu überredet, mich in sein Loft unterzubringen. Gemeinsam versuchen wir, mehr über Wölkchen herauszufinden. Professor Burnett ist für mich wie eine richtige Mutter. Oh. Das sagt aber was aus. Ist wie eine richtige Mutter. Hat man diesen Gedanken, wenn man, naja, wenn man eine richtige Mutter hat in seinem Leben? Vielleicht, wenn man getrennt wird von der Mutter und von jemandem aufgenommen wird, dann kann man es schon so ansehen, ne? Egal, wie deine ehemalige Mutter so war. Also, naja. Aber ich möchte mehr über das reden. Professor Burnett hat früher eine Dimension, aber da einfach... Vor einigen Jahren hat ein Mann namens Moon, ach nee, nicht der, eine Abhaltung zu Ultrapforten veröffentlicht.
Der nervt schon. Was? Notizen zu Giratina. Es lebt in der Terrorwelt, die auf der Kehrseite der Unterliegt und sich aller Logik entzieht. Giratinchen, Balkia. Es kann frei das Gefüge des Raums manipulieren und so entlegene Orten oder Dimensionen reisen. Interessant. Bronzung. Ihm wurde reiche Ernte zugeschrieben, da es durch Portale in andere Welten Regenfälle brachte. Ui. Tilo! Ich möchte nicht mit Magentilo reden. So. Giratinchen und sonst nichts. Gut, dann scheint hier vielleicht noch was zu sein. Nein, ein Pokémon, das mir den Weg versperrt. Sind viele Unterlagen. Mhm. Das hier. Das rote Buch. Naja, wie es ausschaut, können wir hier nichts mehr weiter erfahren. Fotos, die Professor Bernhard und Professor Kukui so gemeinsam zeigen. Oh, hallo. Wie du sehen kannst, haben wir in unserem Regal bereits einige Daten zu Wechselverhältnissen zwischen Pokémon und anderen Dimensionen gesammelt. Warum steht der da so demonstrativ? Nö, hier geht's nicht weiter. Oh, ich will einfach nur Aufmerksamkeit. Du darfst natürlich passieren, aber zuerst möchte ich mit dir reden. Ich vermisse deine niedliche Stimme. Das waren interessante Informationen, nicht wahr, Sebi? Nicht wahr? Also, wenn es diese Ultra-Bestien wirklich gibt, frage ich mich, was die für so Attacken drauf haben. Oh, Ultra-Attacken, das ist so richtig geil. Du hast doch alle drei Prüfungen auf AKLH bestanden, also, oder? Bravo, bravissimo, sag ich dann nur. Dann steht als nächstes der Pokémon-Kampf gegen Inselkönigin Mailer an. Dabei handelt es sich um die wohl größte Herausforderung auf AKLH. Und ich rede hier von Erfahrung. Die große Prüfung. Viel Glück! Mailer wohnt in Konikoni City. Dorthin gelangst du über den Diktatunnel. Aber nimm dich vor Team Skull in Acht. Ach was, ich nehme mich da vor 9. Ich bleib noch hier. Es gibt da etwas, worüber ich mit Professor Burnett sprechen möchte. Und nicht mit mir! Was soll denn das? Ich bete dich an, was? Ich biete dir meine Hilfe an und was musst du, ne? So nicht, Mädel, so nicht. Ich gehe als nächstes zum Diktatunnel. Das ist eine Höhle, die von Pokémon gegraben wurde. Warum sagst du das schon wieder? Oh, ich vermisse dich, Sebi. Ich vermisse dich jetzt schon, obwohl ich dich jetzt eigentlich noch sehe. Tschüss. Na, Iggy. Gut, dann gehen wir. Und schauen wir mal, ob noch Wichtigtour McMichtigtour doch da ist. Wichtigtour McMichtigtour. Genau. Oder halt nicht, weil irgendwas passiert. Das hat mich erschreckt, ey. Irgendwie hätte ich gedacht, jetzt von so rechts kommt irgendwas Ekelhaftes, irgendwas Gruseliges daher. Obwohl das eigentlich nur unser Ansatz war mit der Stirn. Naja, was war das, ey? Ein Riss am Himmel? Wir sind doch auserwählt, wie es ausschaut, ne? Es passiert sogar so was. Sebi, du hast bereits die Prüfungen von drei Käpt'n bestanden, oder? Dann musst du als nächstes in den Diktatunnel und Mailer treffen. Wie oft möchte das Spiel mir das noch sagen? Der Diktatunnel liegt ganz in der Nähe des Pokémon Center. Der Eingang ist leicht zu übersehen, am besten folgen und wegweisen. Ich fange mir zum Pokémon. Tschüss. Okay, aber ich möchte mal dazu Wichtigtour, Wichtigtour. Darf ich dir ins Gesicht treten? Mein Pissberg ist wirklich sehr gründlich. Es gibt erst Rühe, wenn... Oh, nervigster Charakter ever. Ich hab voll gespuckt. Ah. Gut, dann gehen wir einfach weiter. Wir gehen weiter. Aber zuerst mal wieder mit unserem Pokémon-Knuddel... Nein, nicht Pokémon-Knuddel. Nein! Oh. Dann nehme ich mir die Zeit und genieße ein bisschen... Was zum Trinken? Gib mir Ruhe, ich möchte dich nicht. Können wir da rechts, dort links hin? Ja, wie geht's denn dir, ne? Ich will offenbar mit dir Abenteuer bestehen. Mann!
keine Sorge, Mädel, keine Sorge. Auf dich habe ich natürlich nicht vergessen, auch nicht auf die anderen Pokis. Aber ich möchte halt jeden irgendwie längere Screentime geben. Deswegen tausche ich jetzt nicht irgendwie jeden Part mein Team um, sondern arbeite jetzt mal mit denen hier. Und wenn es Veränderungen gibt, dann halt nur minimal, wie hier. Ja, komm her. Mann. Warte, Digi. Das klingt immer so arg. Warum? Immer so, warte. Mann. Komm, klatsch ein. Mit was denn? Mit deinem Beinchen. Oh mein Gott, das war so niedlich. Mann. Oh yes. Never give up. Man kann hier schon irgendwie sagen, ja, dieses Viech, das kann eh nicht einklatschen, also lass es. Aber ich habe nicht aufgegeben. Und dann kam es. Komm, klatsch du eigentlich ein. Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Ich will nicht. Nee. Dann halt nicht. Komm. Wobei, jetzt habe ich nicht so viel Geduld gezeigt wie vorher, aber egal. Komm, du kriegst was zum Nomsen. Da. Nom, 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 nom. Habe ich jetzt eigentlich diese... Dingsbums? Oh, jo. Oh, my goodness. Das habe ich jetzt sogar. Oh, my goodness. Schön zu wissen. Tschüss. Willst du ein Klatschen vielleicht? Warum rede ich jetzt so? Ich soll es nicht übertrieben. Übertreiben. Mit meiner Stimme hier, weil das kann wehtun. Und ich könnte vielleicht meine Stimmbänder killen damit. Na dann. Darf ich jetzt das Privileg hier durchzugehen? Hm? Wie läuft's eigentlich Was? Wie läuft eigentlich deine Inselwanderschaft? Lass mich doch mal deine Z-Kristalle sehen. Wow, echt beeindruckend. Sogar Mahaus-Prüfungen hast du bestanden. Für einen Trainer mit deinen Fähigkeiten sollte dieser Tunnel keine Gefahr darstellen. Am anderen Ausgang des Diktatunnels liegt Kunikoni City. Ich habe dort einen Laden, in dem ich auf dich warten werde und so. Dann warte auf mich. Ich habe dort einen Laden, wo ich auf dich warten werde. Bleibt stehen. Verarschen kann ich mich selber. Puh. Der nächste Pokémon! Der nächste Pokémon! Das mich nicht interessiert. Komm, Hector. Schaut zu beknackt aus. Es schaut einfach zu beknackt aus. Yes. Hatten wir nicht irgendwie schon die Möglichkeit, hier auf Pokémon zu treffen? Und das war nicht zu gefährlich? Na, Schutz. Schutz. Dann setzen wir Schutz ein. Gibt's hier irgendwas? So ein Kawate-Heini gibt's hier. Und hier so ein Bauarbeiter. Kann ich da durch? Pokémon sind so vielseitig einsetzbar. Einige können sogar Tunnel graben. Oh mein goodness. Und die willst du mir jetzt zeigen? James? Mit dem Dicta. Oh my goodness. Schau mal, ich habe was Besseres. Ein Shiny Dictry! Was so beknackt ausschaut. Und dann schaut euch mal den Backstride an. Schaut aus wie so ein realer Mensch, wenn man nicht so genau hinschaut. Oder mehrere. Das irritiert. Warum? Warum? Ah! Schau dich das an, ne? So eine. Das schaut so aus, als würde ich da Frauen kämpfen lassen, irgendwie. Deine Pokémon sind einfach stark. Meins ist aber auch nicht ohne. Meins ist viel besser. Kennt ihr die Leute? Kennt ihr die Leute, ne? Man sagt einfach so: Ja, deine Pokémon. Oder du hast das sehr gut gemacht, aber ich habe mich auch angestrengt und habe meine Sache gut gemacht. Und dann kommt man mit, ich war der Beste. Who cares? Who cares? Ach ja, manchmal denkt man sich einfach nur manchmal so.
Und hier gibt es einen Finsterball. Ein Ball für deine Seele. Hier. So. Ich beginne hier jetzt wieder mit Button to Mashen, während ich hier durchgehe. Und ja, dann kann ich ja über Sachen reden. Habe ich jetzt eh länger nicht mehr machen können, ne? Du siehst so aus, als wüsstest du auch mit Z umzugehen. Was? Mit Z? Mit was Z? Schauen wir doch mal, wer von uns beiden mehr Z in sich hat. Aber zuerst musst du alle... Erstens ist es wieder so ein Wichtigtour, so ein Geschäftler. irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe euch ein Vokabel gelernt. Ha, da ist was. Und zweitens, was meinst du mit Z? Natürlich, was natürlich? Wahrscheinlich Z-Kraft, Z-Attacken und alles drum und dran. Aber warum sagt er nur Z? Ja, man kann sagen vielleicht, oh, es ist lustig, weil eigentlich ist es ja so und so. Alter, cool Story, Bro, halt die Klappe. Okay, ich habe ja schon verstanden, lass mich doch in Ruhe. Man muss doch nicht gleich so direkt sein. Tisch, tisch. Naja, okay, hier geht's weiter. Wer seid ihr? Dank Mailer sind wir endlich einen Schritt weiter gekommen. Hallo, La. Wir sind von der ETA Foundation. Wir beschützen Pokémon. Dass hier so viele Diktar gewütet haben, ist anscheinend das Werk von Team Skull. Team Skull ist eine Truppe furchtbarer Taugenichts, die Spaß daran haben, Pokémon und Trainer Ärger zu bereiten. Diktar benutzen Tunnel, die sie über Jahre hinweg gegraben haben. Wir wollen dafür sorgen, dass sie sich hier bewegen können, ohne gegen andere Pokémon kämpfen zu müssen. Es sind immer noch Diktar hier, also pass auf beim Durchqueren der Höhle und so. Warum rede ich jetzt anders? Nee. Ihr seid mir suspekt, besonders wegen dem Anfang. gut. Ist ja jetzt nicht so weit hergeholt, dass die Leute suspekt sind. Aber dann kann man sich fragen, ist dann Team Skull auch so extrem suspekt, wenn die da das dauernd ansprechen mit Ja, sie sind furchtbare Menschen und blabliblub. Ha, ich hab zuerst das hier bekommen, ne? Und jetzt kämpfe ich gegen dich. Man muss sich seine Kräfte einteilen können. Ansonsten ist man schnell außer Team. Oh, das tut mir leid. Was tut dir leid? Nix. Egal, so. Wo war ich denn jetzt schon wieder? Habe ich irgendwas angesprochen? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe irgendein Thema gerade angesprochen. Wurde unterbrochen. Oder ich hatte vor der Cutscene hier. Na, Cutscene ist es nicht. Vor dieser Sequenz hatte ich ein Thema im Kopf. Wollte das gerade ansprechen. Aber dann habe ich ja gesehen. Nope. Hier geht's weiter. Und jetzt habe ich es vergessen. Wollte ich nicht über ein Thema reden? Über ein Tenma? Ah, mein Gott, es hat mich so lieb, diese Frau. Diese Frau, die ein Er ist. So, dann raube ich dir deine Seele, Macholo. Ich raube sie mir. Gib her. Yes. Oh, ich bin tot. Wobei ich sehe auch gerade, ist nicht so toll, wenn ich jetzt ein Thema anspreche, weil der Part gleich wieder vorbei ist. Du hast mehr Ausdauer, als ich dachte. Geht so. So. Oh, wie kann diese Staubknäuel nur... Nein, nein, nein. Jo. Komm. Dann streicheln wir dieses merkwürdige Viech, weil warum nicht? So. Du bist... Eigentlich können wir dich jetzt mal reinschicken, oder? Sollen wir unsere... Lucio... Oh, hallo. Du bist so niedlich. Komm her. Komm her. Du bist so niedlich. Yeah. So niedlich. Komm. Du kriegst jetzt sowas ab, ne? So ein Stern. Oh. Ja. Yes, und da freut es sich gleich. Instant. Yes. Wie schaut's jetzt aus?
Moment, hat es nicht vorher 3 Sterne gehabt? So, du Vieh, lass mal was ausprobieren, obwohl du hast nicht mehr so... Watsche. Batsch. Das klingt immer so arg. So, ich hoffe mal, du isst das jetzt auf. Dumps, dumps, dumps. Okay. Ist das dann irgendwie ein Instant-Level-Up in dem Sinn, oder... Oder was ist denn hier los? Du müsstest jetzt... What the fuck? Okay, das ist ziemlich OP. Aber sowas von. Das ist ja dann voll irgendwie einfach, voll irgendwie. Wobei ich das Gefühl habe... Wobei ich habe hier schon irgendwie das Gefühl, es ist einfacher, die 5 Herzen zu bekommen. Beutelniedlich. Es war früher schwieriger oder hat länger gedauert. Also, ja, ist zwar ganz nett hier, aber es ist schon irgendwie OP. Weil dann habe ich irgendwie das Gefühl, man investiert nicht mehr so extrem viel Zeit mit der Pokepause, weil man kann eh so schnell die Vorteile bekommen dadurch, ne? Naja. Bleibt der letzten Endes jedem selbst überlassen, ob er da mit seinem Pokémon knuddelt oder nicht, aber das fördert nicht wirklich dem Knuddeln und geknuddelt werden oder so. Eigentlich wollte ich nicht da reinrennen, aber ich hab's gemacht. Na, so eine Pleite! Wir wollen nur ein bisschen auf den Putz hauen und da haben uns plötzlich diese Dickdown zündelt, verhauen und weggeputzt wurden, also nur wir! Checkst du überhaupt, wie mich das aufregt, ey? Das regt mich total auf und jetzt weiß ich es. Und wir wollen jetzt also auch irgendwie verhauen und wegputzen. Calm down. Sebel! Hi. Ich habe mich schon gefragt, mit wem du hier herumrennst. Aber es ist ja nur Team Skull. Ey, was bist du für ein freches Fruchtchen, ey? Euch zwei Bälle putzen wir im Duett mit dir, ey. Yeah. Don't fuck with me. Ja, das wäre meine Position, hätte ich so ein böses Team im Pokémon. Imantis, oh my goodness. Standbild auch gerade. Oh my goodness. Oh, Level. KP, niedrige KP-Anzahl. Komm, give it all. Egal. Dampfwalze alles nieder. Es wäre eigentlich toll, wenn du das andere Viech angreifen würdest. Weil dieses Molunk, das ist sowieso jetzt tot. Sorry. Naja. Volltreffer. Das war sowas von unnötig. Na, ich bin tot. Ich weiß. Du. Und du bist jetzt tot, Imantis. Oder? Was könnte jetzt... Abbohren das. Das jetzt zum Beispiel reinschicken können, ne? Das wäre doch viel tollerer gewesen. Ich setze einfach mal Raub ein und hoffe mal, dass das Arboretos, das Tali, diese Mantis hier besiegt. Oder das reicht schon aus. Okay, dann reicht das schon aus. Ja. Nee, Hector, jetzt nicht. Nee. Oh, was sind Feuer? Ich fühle mich total benebelt. Kann mal einer die Wolke, die um mein Schädel wegpusten oder so? Kann ich nichts dafür, dass ihr irgendwie gerade ein bisschen high seid? Ja, wenn wir putz hauen, immer werden Frauen wegputzt. Yeah! Genau, ist nicht so ersehen, wie will ich auch reisen oder so. Also machen wir halblang. Tschüss!
Ja, tolle Reaktion. Wow, Sebi, wenn ich zusammen mit dir kämpfe, sind die Pokémon alle so entspannt. Ja, das beweist, was für ein klasse Trainer du bist. Oder bist du eine klasse Trainer, ne? Eine ganze Klasse. Ja, das möchte ich dir schenken. Aha. Ein Äther. Von der Äther Foundation. Mit Top Äther kannst du ein paar Patapa. Lass uns jetzt wieder viel Spaß mit Dicta haben. Nee. Lassen wir das. Weil... Ja. Ich weiß, wie die Dicta tickten und dickten dackten. Gut, dann würde ich sagen, vielleicht mal wieder... Was heißt wieder? Einmal mit Lusiert kämpfen, das wär's ja. Naja, aber auf jeden Fall war's das jetzt für heute, Leute. Macht's gut. Und tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.